Vorhang auf für das erste Mannheimer Derby seit über 10 Jahren. Damals traf man sich in der Oberliga Süd am letzten Spieltag. Heute hat der SV Waldhof Mannheim seinen Weg in die dritte Liga gefunden. Der VfR ist in der Verbandsliga angekommen, spielt normalerweise gegen die zweite vom Waldhof und für die Gastgeber ist das natürlich heute das Spiel des Jahres. Es wollten auch einige Leute sehen, über 4.700 sind ins Rhein-Neckar-Stadion gekommen und wollen unter anderem auch ihn hier, Kevin Coffey, in Aktion sehen, der Top-Torschütze des BFV Rothaus-Pokals. Stand jetzt steht er bei 7 Treffern, will dem Spiel natürlich auch heute seinen Stempel aufdrücken. Rein in die Partie, in dem die Gäste vom Waldhof besser reinkamen. Das ist Jonas Weig mit der ersten Flanke und da ist der angesprochene Kevin Coffey. Artistisch zum ersten Mal in Aktion, der Mann, der schon beim SSC Neapel und beim AS Rom unter Vertrag stand. Für Serie A Minuten hat es noch nicht gereicht. Trotzdem zeigt er, dass er fußballerisch einiges auf dem Kasten hat. Die Gastgeber vom VfR verstecken sich hier allerdings keineswegs, hatten durchaus etwas voroffensiv und wurden unterstützt von Max Christiansen, der mit dem kapitalen Fehlpass. Und dann ist es Yannick Haag zum ersten Mal mit dem Abschluss. Der Mann, der aus der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim stammt und ebenfalls Waldhof-Vergangenheit hat, rutscht bei seinem Abschluss ein bisschen weg und deswegen wird es nicht gefährlich. Trotzdem auch Unachtsamkeiten im Aufbau beim VfR und die darfst du dir gegen den Drittligisten natürlich nicht erlauben. Weig auf Kevin Coffey. Die zweite Chance für den Ivorer. Er scheitert an Marcel Lenz. Der hauptverantwortlich ist, dass es dieses Derby überhaupt gibt. In der dritten Runde im Elfmeterschießen gegen den Vorjahressieger aus Pforzheim mauserte er sich zum Elfmeterkiller und sicherte den 5:3 Erfolg. Hier ist er gegen Coffey auf dem Posten. Und trotzdem, der Druck nahm jetzt minütlich zu. Nächste Flanke von Verratti. Und am langen Pfosten verpasste Marcel Schulz einköpfbereit die verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt für den Waldhof. Weiter geht's wieder mit Verratti, der viel aus der Mitte ankurbelte, wieder über die rechte Seite. Das ist dann Jan-Hendrik Marx und in der Mitte Kevin Coffey. Es ist passiert, 40. Minute, die verdiente Führung für den Favoriten. Coffey mit seinem 8. Turniertreffer. Ganze 5 hat er in der letzten Runde gegen den FV Nussloch gemacht. Und das macht er stark. Lenz hat da keine Chance. Rein geht's in Durchgang 2, der erstmal mit einem Foulspiel begann. Das Ganze sieht allerdings relativ harmlos aus von Schneider an Jonas Weig. Doch dann schaltet der Waldhof schneller in Form von Verratti und der macht das zusammen mit Jonas Weig. Und der hat das Auge in der Mitte für Gianluca Korte. Waldhof 2, VfR 0. Der Top-Torschütze in der Liga, der hauptverantwortlich dafür ist, dass der Waldhof oben mitspielen kann. Man ist 5. in der dritten Liga. Macht das dann natürlich mit seiner ganzen Klasse, aber der Fehler passiert vorher. Verratti schaltet schneller als die gesamte Hintermannschaft und dann wird Korte aus den Augen gelassen und für Lenz ist da nichts zu machen. Der Waldhof stellt früh die Weichen auf Halbfinaleinzug und spielte weiterhin richtig guten Fußball. Das ist Coffey und der hat diesmal das Auge für Arianit Verratti. Lenz auf den Posten gegen den Mann, der aus der VfB-Jugend kommt, hat in Stuttgart seine ersten Bundesliga-Minuten schnuppern dürfen, durchaus auch beim HSV in der zweiten Liga auf sich aufmerksam gemacht. Doch hier scheitert er an Marcel Lenz, der einen richtig guten Tag erwischte und immer wieder zur Stelle war. Die anschließende Ecke kommt vom Chancentod wenige Sekunden zuvor und der sucht natürlich den Kopf von Kevin Coffey. Nächste Möglichkeit für den Ivorer, der ein gutes Spiel machte, allerdings stand jetzt bei diesem einen Treffer blieb. Was machte eigentlich der VfR in der zweiten Halbzeit? Sie waren bemüht, kamen allerdings nicht wirklich offensiv, wirklich zu Chancen. Das mal ein Ball in Richtung Yannick Haag, allerdings ist der unerreichbar. Dann war Schluss für Coffey nach 75 Minuten. Der Wandervogel, für den der SVW der 11. Verein ist, machte Platz für Mounir Bouziane, hat ein gutes Spiel gemacht. Und die letzten Minuten gehörten dann nochmal dem Waldhof-Ecke von Verratti. Und in der Mitte dann Florian Flick, der Innenverteidiger, aufgerückt mit seiner Kopfballmöglichkeit. Er sollte allerdings in der nächsten Szene nochmal im Mittelpunkt stehen. Da ist er. Florian Flick hat viel Platz und hat an diesen Pass in Richtung des eingewechselten Mounir Bouziane. Und der macht ihn rein. Bouziane, der mit Mainz ebenfalls schon mal in der Bundesliga auflaufen durfte, nach 87 Minuten zum 3:0.
Und Lenz muss ein drittes Mal hinter sich greifen. Es sollte allerdings das letzte Mal gewesen sein, weil in den wenigen Augenblicken danach dann auch Schluss war. Der VfR verkauft sich durchaus teuer, hat am Ende allerdings nichts zu melden und verliert mit 3:0 das Stadtduell gegen den Waldhof. Ganz zur Freude der vielen mitgereisten Fans natürlich. Und trotzdem geht's auch für ihn hier, für Coffee, drum weiterzumachen. Er holt sich den Support ab von seinen Fans und stellt sich danach unser Mikrofon. Ich bin sehr glücklich über das Tor natürlich und auch über den Sieg. Für mich als Stürmer ist es wichtig, die Tore zu machen. Ja, aber heute hat das ganze Team einen tollen Job gemacht. Wir sind alle sehr glücklich und ich auch. Ich bin auch sehr glücklich. Und für eine junge Dame gab es doppelten Grund zur Freude. Sie bekam das Trikot von Coffee, auch wenn sie es am Anfang nicht wirklich haben will, weil das ja noch nass ist. Der Waldhof ist eine Runde weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.